Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Odin verpackt Video. Also, es ist hier gerade ein bisschen viel. Ich habe hier Scheren. Ich habe ein Geschenk für die Kleine von Merima. Dann habe ich ein Geschenk für die Große von Merima. Und ich habe mir noch eine neue Rolle, Kamera auch verdreht, neue Rolle mit Klebeband geholt heute bei Penny. In der Hoffnung, dass ich nicht wieder ausflippen muss. So, dann habe ich Verpackungsmaterial. Mache ich mal hier eine Seite hin. Dann habe ich heute noch mal geholt, weil ich nicht wusste, wie viel. Also ich habe ja viele Rollen, aber ich wusste nicht wegen dem Papier, weil viele sind halt so ganz dünnes Papier und das reißt gleich auf und ist auch doof. Dann habe ich bei Kick hier nochmal so was, so eine Packung geholt, weil da sind auch die Namensschilder mit bei. Das Plastikzeug soll ich diesmal weglassen, hat Frauchen gesagt. Das nervt die Kleine beim Auspacken. Und dann habe ich hier ein paar Kartons. Die muss ich mal beiseite schieben, dass ich hier mehr Platz habe. So. Teilweise hat Frauchen schon eingepackt jetzt. Hoppala, mal Scheren beiseite machen. So. So. Dann würde ich sagen, ihr habt jetzt mal gesehen, was wir zum Verpacken haben. Das Verpacken-Video machen wir einzeln. Dann kommen wir erstmal nochmal. Ich habe ja sowieso schon die meisten Sachen im Video gemacht. Aber nochmal die ganzen Weihnachtsgeschenke, die wir jetzt, beziehungsweise Geburtstagsgeschenke, die jetzt noch verpackt werden. Meine Frau hat verpackt, Rabe Socke hat sie nicht gefunden, Räuber Hotzenplotz und Vicky und die starken Männer hat sie verpackt. Das kommt eins zum Geburtstag, eins zu Weihnachten. Ich habe schon verpackt, beziehungsweise meine Mutter verpacken lassen, für Geburtstag, Playmobil. Hatte ich schon in einem Video gezeigt, so ein Riesending, das ist so ein Baum. Verlinke ich euch auch in die Videobeschreibung. Und einen elektrischen Hund, weil sie sich einen elektrischen Hund gewünscht hatte. Sie wollte eigentlich den von Baby Born. Da hat mir aber die liebe Susanne, Grüße gehen raus, abgeraten. Die hat sich die Bewertung durchgelesen. Die hat mich darauf hingewiesen, da habe ich mich nicht nachgeguckt, war mein Fehler. Und da stand dann wirklich krasse Sachen drin, am ersten Tag kaputt, kam kaputt an, hast nicht gesehen. Also habe ich eine andere Alternative geholt, die mehr bessere Bewertung hatte. Auch ein elektrischer Hund, füttern, keine Ahnung, der macht glaube ich kein Pipi, aber der bellt und kommt irgendwie kuscheln, keine Ahnung. Kann man nur an Leine führen, keine Ahnung. So, der ist auch schon verpackt. Das ist für Geburtstag. Genau. So, für die Große habe ich eine Bassgitarre. Die werde ich nicht verpacken. Weil das ist ein Riesending. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich das verpacken soll. Da müsste ich so viel Klebeband verballern, um das festzumachen. Einmal rum, fest, ein Stück weiter, nochmal rum, fest, fest, fest. Und dann an der Seite fest und oben nochmal rum. Da würde ich zu viel verballern. Das ist Quatsch. Bei Temu habe ich geholt so ein schlafendes Einhorn. Sie will ein Schlummer-Einhorn. Ja, ein schlafendes Einhorn zum Kuscheln abends will sie haben. Wünschte sich schon eine ganze Weile. Habe ich halt in rosa ein schlafendes Einhorn. So, mal gucken. So.
das. Cutter, runter. Runter, 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 runter. Und die Fernbedienung runter. Ich muss. Ach, Mensch. So, hier sind noch Süßigkeiten drin. Großes Ei, Weihnachtsmann in Kuhl und so. Bei Süßigkeiten steht die Kleine ja nicht so drauf, aber die Große halt. Ach doch, der Rabe Socke, wie gefunden. Der ist doch nicht weggekommen. Den werden wir Rabe Socke auch noch verpacken. Müssen brauche ich ja nichts sagen. Dann hat sie gesagt, kriegt er nächstes Jahr. Jetzt kriegt sie dieses Jahr. Egal. So, dann habe ich hier. Ich werde mal das Schild abmachen. Habe ich gefunden. Das wollte ich eigentlich dieses Jahr gar nicht holen. Das stand gar nicht auf meiner To-Do-Liste. Aber beim Surfen bei Amazon. Gott. Stand da irgendwie was von Rabatt und nochmal Rabatt und hast nicht gesehen. Sollte 10 Euro kosten. Habe jetzt bezahlt 3 Euro, ein paar zerquetschte oder so. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Da habe ich geholt. Achso, ich habe es noch gar nicht aufgemacht. Doch, das müsste auf sein. So. Nee, habe ich noch nicht aufgehabt. So, ja, da können wir den Umschlag auch weglassen. Das ist schön verpackt. Ich will es ehrlich gesagt auch nicht aufpulen, weil das ja so schon verpackt ist. Ist auch verklebt, glaube ich, ja. Es ist definitiv verklebt. Oder? Ah, hier ist Plastik drüber. Ah, nee, hier kann man es aufmachen. Ah, nee, da ist Plastik drüber. Nee, kann ich euch leider nicht zeigen. Das ist ein Bastelset. Also so Gummiband und Perlen und so Perlen mit Buchstaben drauf und irgendwelche Klimbim, was man noch mit dranhängen kann. Da können wir dann halt schön Armbänder machen. Wenn Mama auf Arbeit ist, kann Juna dann halt schöne Armbänder machen und Halsketten. Und Mama muss die dann natürlich tragen. Ist ja logisch, oder? Würde ich sagen. Oh, meine Decke rutscht hier runter. Vom Tisch. Muss ich alles mal hier noch ein bisschen weiter raufpacken wieder. Sonst rutscht das hier alles runter. Ich hoffe, meine Akkus sind bis dahin wieder voll geladen. Ich habe ja gerade schon aufgenommen. Ich hatte ja noch einen Odiwa Shoppen, habe ich jetzt gerade noch aufgenommen gehabt. Weil ich bei AliExpress was bestellt hatte. Eigentlich mehr bestellt, als ich eigentlich wollte. Aber es ging nicht anders, weil sonst hätte ich mehr bezahlt. Klingt doof, aber hätte ich das geholt, was ich haben will, hätte ich mehr bezahlt. Weil da kam jeweils 10 Euro Versand. Aber wenn ich halt bei dem einen wart, wenn ich da auf 20 Euro komme und bei dem anderen auf 10, habe ich gratis versandt. Ne, da habe ich dann halt Sachen dazu genommen und habe dann halt bei dem einen nicht 12 Euro rundgerechnet plus 10 Euro Versand bezahlt. Nee, Quatsch. Das eine war ja weniger. Das eine, da hatte ich drei Sachen drin. Da war ich um die 5 Euro oder so und hätte 10 Euro Versand bezahlen müssen. Also wäre ich bei 15 Euro gewesen. Dann habe ich dann noch so Netze sind das für den Kofferraum. Habe ich noch ein paar mehr reingepackt, dass ich auf 10 Euro komme und habe dann gratis Versand gehabt. Und so ja noch einen Rabatt von, weiß ich wie viel Cent, keine Ahnung, 98 Cent oder so, keine Ahnung. Dann habe ich noch andere Sachen bestellt. Also eine Sache wollte ich haben, aber da war auch, musste auf 20 Euro kommen. Ich war bei 11,
noch was, 12 noch was, irgendwie in dem Dreh, 20 Euro, dann hast du gratis Versand und den schnellen Versand. Sonst hast du halt langsam Versand und musst halt 10 Euro Versand bezahlen. Ne? Und da habe ich noch Sachen geholt, die ich eigentlich sowieso holen wollte, aber erst nächstes Jahr bin dann halt nicht auf 22 ein paar zerquetschte gekommen. Knapp 23 Euro, bin dann halt mit den Sachen, die ich mehr, also inklusive Versand, bin dann halt durch die Sachen, die ich mehr bestellt habe, auf 20,48 gekommen, also 20,48 Euro, und habe dann halt keinen Versand bezahlt. Also ich spare, so kann man sagen. Und habe mehr Sachen. So, aber wir machen weiter. Dann, die brauche ich nicht verpacken, oder? Na doch, die verpacke ich für mich. Das sind die Crocs mit Totenkopf für Papa. Aber werde ich auch verpacken, dass ich auch für mich was unterm Weihnachtsbaum habe. Weil Frauchen hatte gesagt, Frauchen und ich hatten, also Frauchen hatte gesagt, wir schenken uns nichts. Und ich habe gesagt, ja, wir schenken uns nichts. Also vor ein paar Jahren. Ich schenke trotzdem jedes Mal was. Das sind hier so Crocs mit Face. Ja. Und innen drin auch Totenköpfe und hier so. Ich werde euch alles verlinken in die Videobeschreibung. Das ist der Papi. So, dann haben wir eine Jacke. Das müsste die für Frau sein. Das ist ein Mantel. Werde ich euch auch verlinken. Oder ist das der für Josie? Nee, das ist die Jacke für Josie. Die hat sich so eine Jacke gewünscht. Und die sieht mit, also sie hatte andere sich ausgesucht auch. Da hat sie gesagt, die gibt's nicht. Da sieht sie aus, das geht ja gar nicht. Da sah sie aus wie weiß ich was. Das war ja total aufgeplustert. Da sah sie aus wie so ein Pinguin oder so. Hätte sie das ausgesehen. Nee. Also ein bisschen was nach was aussehen muss jetzt schon. So. Die ist halt für die Josie. So, dann haben wir hier. Das ist die für Frauchen. So. Das ist so ein eine Kapuze, so ein langes Ding, auch so in etwa, aber halt ohne Ärmel. Ja, da will so eine Strickjacke drunter ziehen. Ich habe sie gefragt, sie weiß halt nicht, dass ich sie geholt habe schon. Hoffe ich jedenfalls. Ja, sie ist felsenfest der Meinung, ja, das passt schon. Und sie kann sie was drunter ziehen und ja, so was will sie haben. Naja, wenn sie der Meinung ist. Ich weiß schon, wie es ist, dass sie frieren wird, aber naja. Meine Frau friert immer. Immer. Auch wenn es warm ist. Also wo sie nicht schwanger war, den Sommer, wo es so heiß war. Ich habe hier gesessen, hat die Couch auf der anderen Seite gestanden. 38 Grad im Schatten, was das war oder so. Ich habe hier gesessen, nur in Boxershort, Satin-Boxershort oder so. Und habe mir den Ventilator an, alle drum und dran. Da hatte ich noch kein Klimagerät. Und habe geschwitzt und mir war so heiß. Sie sitzt mit T-Shirt und was weiß ich, auf der Couch und deckt sich noch zu, weil ihr kalt war. Ey, das verstehe ich nicht. Das geht nicht in meinen Kopf drin. Dann Barfußschuhe. Sehen ein bisschen aus wie Strandschuhe. Aber die haben hier halt dann so eine Zunge. Also sind halt nicht komplett zu. Dann haben hier so eine Zunge. Und hier so eine Art Schnürung. So mit Gummi halt. Ja, und dann halt eine dünne Sohle. Ja, und dann halt hier mit den Füßen. Hier ist alles so für die Füße eingemacht. Und die sind hier so. Keine Ahnung. Die haben alle auf Arbeit und da schwärmt sie jetzt von und alle schwärmen sie davon, alle bei Temu bestellt. Die sollen wohl so super sein, wenn man viel unterwegs ist, also viel läuft und so. Das soll halt gut für die Füße sein. Ja, wollte sie unbedingt haben. Das ist rosa. Aber es ist nicht rosa. Also ich sage, es ist rosa, aber wenn du bestellst, ist es Pfirsich. Dann habe ich bestellt Klemmbausteinmatten. Ist nicht das große L, ist halt bei Temu bestellt. Klemmbausteinmatten einfach nur. 7 Stück oder so. Und Klemmbausteine, 1000er Packung.
Und weil man mit 1000 Teilen ja nicht so viel machen kann, gibt es nochmal 1000 Teile oben drauf. So. Dann für Tigger gibt es dann halt ein Spielzeug. Das soll auch nach Katzenminze riechen. Mal gucken, ob er diesmal annimmt. Und noch eine silberne Kette für die Josie. Das ist eigentlich jetzt alles, was wir irgendwie vernünftig verpacken müssen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie ich das machen soll. Ich habe ein paar Kartons, weil die Jacken, die werde ich versuchen, in den Karton zu donnern. Weil das alles so weich ist. Muss ich mal gucken. Das Lego-Zeug könnte ich auch noch in den Karton und so. Da müssen wir mal gucken. Kriegen wir alles, irgendwie kriegen wir das alles hin. Denke ich, hoffe ich. Ich werde bestimmt ab und zu im Rage-Modus sein. Also könnt ihr euch auch was gefasst machen, weil das Kleber garantiert wieder nicht das macht, was das soll, was ich will, was das soll. Aber egal. Ich werde, wenn das Video online kommt, das werde ich per Hand freischalten. Und dann werde ich das andere auch eine halbe Stunde, Stunde später per Hand freischalten oder so. Oder 20, 30 Minuten muss ich gucken, weil ich weiß ja noch nicht, wann wir uns beschenken, wann es bei uns losgeht. Und ja, was ist denn los? Der Tiger ist wieder sehr schmusig. Ja, und dann hoffe ich, freut euch, jetzt nochmal die kleine Auswahl zu sehen. Alle jetzt nicht, weil die Hälfte ist ja schon verpackt, beziehungsweise bei Frauchen. Und wir werden jetzt gleich ins Verpackungsvideo reingehen. Bis gleich. Ahoi, sagt euer Odin.